Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen und den vielen Küken. Das gibt doch nichts Schöneres als Naturbrut. Man muss sich wenig darum kümmern. Mit den Jahren habe ich immer mehr Vertrauen in die Gesetze der Natur. Die Hühner, die wissen schon ganz gut, wie das geht. Aber eine Besonderheit haben wir in diesem Jahr dabei. Hier haben wir 9 Küken. Und die werden geführt von 2 Glucken. Also die saßen gemeinsam auf einem großen Nest und haben die nebeneinander ausgebrütet. Und ich wollte schon noch eingreifen und davon eine separieren, damit es eben keinen Stress gibt. Aber es gibt auch so keinen Stress. Die kümmern sich wunderschön darum. Ja, also die dunkle hier. Und die helle Glucke. Ja, 2 Schwestern, die sich gut verstehen. Ich denke, ein Geheimnis ist, dass hier das Gehege sehr weitläufig ist. Viele schattige, geschützte Bereiche. Dann in den Futtergärten viel Grün. Grün, wo man eben Nahrung finden kann. Oder auch Wildwuchs, wo sie sich halt unterstellen können. Wer das bei mir noch nicht kennt, Futtergärten bedeutet hier Futtergarten Nummer 1. Da sind in diesem Jahr die Kartoffeln und der Mais drin. Tatsächlich sind hier unten zwischen den Latten Schlitze und die Jungen und Halbstarken, die kommen hier durch, können hier ihre Würmer holen. Bei den Kartoffeln bin ich mir noch nicht sicher, die ich häufe schön an und die häufeln wieder ab. Allerdings habe ich auch keine Kartoffelkäferlarven dabei. Das werden wahrscheinlich auch die Küken entsprechend rausernten. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das lasse. Ja, und dann hier Futtergarten Nummer 2. Das ist hier dieser schattige Wiesenbereich. Da kommen im nächsten Jahr die Kartoffeln raus. Die ganzen Futtergärten sind verbunden durch einen schattigen Gang. Ach, hier sind auch wieder 2 Küken. Das war ein etwas zeitigerer Bruttermin. Und da sind tatsächlich 3 Küken bei geschlüpft und eins hat es halt nicht überlebt. Da lasse ich auch der Natur freien Lauf. Und hier kommen wir weiter vorbei am alten Schweinestall. Zilli und Billy sind hier in die Gefriertruhe umgezogen und der Platz ist jetzt für die Hühner da. Da legen die auch Eier, muss ich dann öfter mal ausnehmen oder kann auch ganz gezielt hier brüten lassen. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter. Du siehst, das ist hier sehr, sehr weitläufig und immer gut vor Greifvögeln schattig geschützt. Hier kommen wir zum Futtergarten Nummer 3. Hier stand im letzten Jahr das Getreide. Na, hier ist tatsächlich nicht mehr ganz so geschützt und schattig, aber die Bäume, die wachsen, dann wird das auch Hühner- und Gemüsegerecht. Ja, Getreide stand hier, das haben die Hühner abgeerntet, ich eine kleine Menge, um wieder Saat zu haben. Und im Prinzip, warum soll ich das Getreide ernten und verfüttern? Das können die Hühner doch mir helfen und mir die Arbeit abnehmen. Na, im Prinzip so, wie das hier jetzt aussieht, der Roggen und ein bisschen Weizen. Und dann nehme ich mir wieder meinen Teil, damit ich wieder Saat fürs nächste Jahr habe. Oder für andere Leute, die sich für diesen langen Roggen Martin Schmidt interessieren. Hier war natürlich das Unwetter drin, aber trotzdem die Halme, die hier noch stehen, da kannst du dir mal die Größe vorstellen. Ich bin 1,80 Meter, das sind dann mal locker 2 Meter hoch. Und auch wenn der jetzt hier umliegt, aber das wird trotzdem noch ausreifen. Das kann ich mit Sicherheit noch beernten. Das ist halt schön geschützt hier zwischen den Baumreihen, so ein bisschen agroforstmäßig. Ich denke, ein Grund, dass das immer so gut klappt mit der Naturbrut, und dass die so friedlich sind, das ist diese Weitläufigkeit hier. Aber auch ein Grund ist diese Hühnerrasse. Also ich bin ja mit, wie heißen die, Lohmanns Braunen und halt anderen Legehühnern gestartet. Und jetzt sind die Cochin dazu gekommen oder Cochin. Ja, so wie der Hahn hier, der die Herde anführt. Ein sehr ruhiges Gemüt und im Prinzip ein Zweinutzungshuhn.
Es laufen aber auch noch die anderen Rassen rum hier, die Grünleger, also das weiße Huhn und so eine Maran-Mischung. Genau, da ist noch eine weitere Glucke, die Küken führt. Oder auch das Haubenhuhn, was eigentlich ziemlich nervös ist, aber auch die hatte dann mal Lust zu brüten, hat dann aber auch wieder aufgegeben. Und hier kommen pünktlich zum Fototermin 3 Halbstarke raus, angeführt von einem Haubenhuhn. Also die kletten sich immer noch an ihre Leihmutter und gehen auch abends immer mit ihr wieder schlafen. Ja, da soll mal einer sagen, die sind so aufgeregt, aber trotzdem, wenn hier Ruhe ist im Gehege. Dann klappt das bei denen auch. Und was auch noch dazu beiträgt, ist halt ein großzügiger Stall. Der war schon vorhanden, den haben wir nochmal zusätzlich gegliedert. Da haben wir im Stall nochmal ein separates Gehege mit einer Tür. Und die kann man halt hier nach draußen öffnen. Da haben wir dann immer auch ein separates Gehege für die Küken gemacht. Aber wir haben mitgekriegt, das ist so gar nicht notwendig, nicht mehr notwendig. Am Anfang waren die ganz schön gestresst, die Hühner, wenn auf einmal Küken dazu kamen. Und die haben sich gegenseitig gehackt, gepickt. Natürlich, klar, das ist die Rangordnung. Vielleicht bin ich auch einfach ruhiger geworden, habe das besser beobachtet. Inzwischen klappt das super, dass die ja, das einmal unter sich ausmachen und dann aus dem Weg gehen halt. Ne? Und so wie diese Kiste hier, das Gelege, da war zum Beispiel eine Brutstätte für die beiden Glucken. Das haben wir jetzt alles wieder ausgeräumt, wollten eigentlich gar nicht wieder dort legen lassen, aber da kommen schon wieder die Nächsten und wollen hier Eier legen und glucken. Eigentlich sind diese Legenester gebaut, nehmen sie auch gut an. Weiß gekalkt, das ist ganz gut gegen Ungeziefer. Dieses basische Kalk mögen die gar nicht. Ja, und das ist zum Beispiel so eine Cochin-Abstammung. Den nehme ich jetzt die Eier weg. Wir haben genügend Küken. Und hier, um die halt hin zu dem Nest hinzuleiten, gibt es dann hier Gipseier. Aber die lassen sich nicht nehmen. Hier zum Beispiel auf dem Kotbrett, das streue ich immer mit Stroh aus. Kann ich machen, was ich will. Immer wieder ist hier einer dabei und die möchte unbedingt hier an der Schlafstätte mang den Schwestern die Eier legen. Ja, Kotbrett mit Sitzstange oder Sitzstange. Alles ist abends immer gut belegt. Nochmal kurz zum Ablauf. Also das ist jetzt so eine Kiste, die ich nutze. Eine einfache Obstkiste. Unten ein Brett rangenagelt, damit eben ja, Eier und Küken nicht gleich rauspurzeln. Und die mache ich dann fertig mit Stroh. Und ich habe die Erfahrung gemacht, besser mit Heu. Da scheinen nicht ganz so viel Ungeziefer drin zu sein. Vielleicht beim Stroh sind die Halme größer. Strohschnitzel habe ich auch gesehen. Soll ganz gut gehen, weil da sind die Röhren nicht mehr vorhanden. Und auch da sammelt sich dann wieder nicht so viel Ungeziefer. Genau, und die Kiste habe ich von draußen geholt, wegen dem Ungeziefer. Im Licht, im Regen, da kann das erstmal alles wieder abregnen und im Licht sich in andere Nischen verziehen. Und da forme ich hier schöne Mulde vor. Das können die Hühner aber noch besser als ich. Wenn die dann drin waren, dann ist das richtig schön ausgebaut. Da packe ich dann schon Gipseier rein, platziere das hier separat auf dem Boden. Stroh ist nicht verkehrt. Wenn sie dann schlüpfen, dann haben sie gleich hier eine Kletterhilfe, um rein und raus zu kommen.
Und wenn jetzt hier eine am Glucken ist, die kann natürlich ihr Nest verteidigen. Hier nehme ich, packen die anderen immer Eier dazu. Hier nehme ich regelmäßig Eier aus. Wie schon gesagt, wir wollen ja nicht noch mehr. Darf ich dich mal kurz stören? Ich will mal was zeigen. Ja. Wenn du glücklich bist, du musst die nicht rausnehmen. Das reicht, wenn du hier mal drunter guckst. Dann zupft die sich alle Federn aus. Ist gut, ist gut. Ist doch nur fürs Fernsehen. Dann zupft die sich alle Federn raus, kleidet noch ihr Nest damit aus und ist richtig warm und richtig heiß. Also dann weißt du, dass die bereit ist zum Glucken. Ja, und die nehme ich dann als Beispiel abends und trage sie rüber ins Separé, zunächst auf Gipseiern. Und wenn ich dann merke, die nächsten 2 Tage, die sitzt richtig fest, dann tausche ich die Eier einfach aus gegen ausgesuchte befruchtete Hühnereier. Ja, ist gut. Und ja, dann trage ich mir in meinen Kalender ein, 21 Tage vom Zeitpunkt an, wo ich die dazu gepackt habe. Und dann sind die jungen Küken da. Und tatsächlich sagte ich, bin ich jetzt immer entspannter geworden. Habe auch hier diese Kisten hier unten aufgestellt. Ja, also wenn dann eine sich den Platz selber aussucht und glücklich ist, dann tausche ich einfach die Gipseier gegen die Bruteier aus. Manchmal passiert es auch, dass sie einfach hier unter dem Legenest sich dann so eine Stelle aussuchen. Also auch wenn du keinen separaten Bereich hast wie wir hier, kannst du das auch direkt im Hühnerstall mal ausprobieren. Eben wichtig, dass du eine ruhige Herde hast, dann sollte das auch bei dir klappen. Ah ja, einen Punkt noch, die soll ja jetzt nicht mehr glucken. Von früher kennt man noch solche Geschichten, die Hühner dann in einen nassen Sack zu packen über Nacht und dann sollen die angeblich das Glucken verlieren. Wir tauschen einfach die Eier aus oder nehmen die Eier einfach weg. Irgendwann hören die auch von alleine auf. Und während ein Huhn gluckt, legt es natürlich keine Eier. Und dann sollte man meinen, bei so vielen Glucken, dass wir kaum noch Eier haben. Aber ganz im Gegenteil, die fühlen sich alle so wohl und die legen eben viele Eier, um ihren Schwestern hier noch dazu zu packen ins Nest. Wenn die Küken dann da sind, ja, ich habe jetzt kein separates Futter, ich habe den Weizen einfach geschrotet. Früher hatten wir immer so eine Kükenstarter, solche Pellets, aber da weißt du echt nicht, was da drin ist. Hier weiß ich, das ist Original Weizen, nichts anderes dabei. Und durch das Gehege, durch den Auslauf haben die so viel zusätzliche Nahrung. Also im Prinzip ist das zusätzliches Futter und draußen finden sie das Gute. Jetzt hast du viele Tipps bekommen und traust dich vielleicht auch mal an das Thema Naturbrut ran. Oder du bist vielleicht sogar Profi und hast noch Tipps für uns. Dann schreib sie gern hier unten in die Kommentare rein. Dann können wir alle davon profitieren. Ich würde mich freuen, wenn du in einem der nächsten Videos mal wieder mit reinschaust. Bis dahin. Tschüss.